Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Okay, C3PO. Gerade überlegt, wenn ich brauche. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber wären Sie so frei, uns Zugang zum Lager zu gewähren? Oh je, ich fürchte, Master Namp ist nicht gerade kooperativ. Anscheinend versprach man ihm Bibelbeereneis, um diese Hitze zu ertragen, und er verweigert uns die Hilfe, bis dem Versprechen nachgekommen sein wird. Kein Problem. Nein, Namp ist der Held der Rebellion, der bei der Zerstörung des zweiten Todessterns half. Er soll sogar Streusel haben, wenn er sie möchte. Das gilt auch für Han, aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Das Ding ist, wir sind hier eigentlich ja die Chefin von dem Ganzen. Soweit ich das weiß. Der gibt's, lässt es einfach nicht rein, obwohl er so Bärenkram haben will. Gut, hier kommen wir nicht rein. Also, klar, rennt man mit dem Klonkrieger hier rum. Wird man bestimmt auch nicht angegriffen. Spielen wir Chewbacca auch? Nee. Achso, man kommt das so vorbei. Gut. Den Stuhl hier kaputt hauen. Hier ist irgendwie auch nichts. Könnte sein, dass es eben nur dieses Teil ist. Dass man irgendwie dahinter Minikit bekommt und sonst hier oben eigentlich nichts anfangen kann. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Sonst ist da ja auch nichts. So gehen wir wieder runter. Müssen wir weiter gucken. Bisschen was kaputt hauen. Wahre Jedi hätten wir jetzt auf jeden Fall schon. Mit dem roten Stein. Den will ich unbedingt, Alter. So, wen brauchen wir hier? Da kann ich auch rein. Okay. Da kann ja wahrscheinlich jeder ran, der von der die Passwörter weiß. Na komm. Top. So, Tür ist auf. Sammeln wir noch ein bisschen Geld ein. Weil ich nicht weiß, wie teuer der rote Stein ist. Das nehmen wir auch noch mit. Super. So, kommt mit, Jungs. Eure Hilfe brauche ich mal kurz. Nur ist die Frage, wo ich die brauche. Oh. Ach, hier hinten bestimmt. Nee, komme ich da überhaupt hinter? Mich überhaupt hinter das Geheimnis? Nee, da komme ich nicht lang. Was ist hier? Da ist nichts, okay. Dann gucken wir mal bei der anderen Seite, ob es da was zu holen gibt. Mehr Panzertape. Die ganzen Kisten hier auch noch kaputt machen. Eigentlich könnten wir uns einmal helfen zu schießen, damit das Ganze ein bisschen schneller gehen, aber machen die nicht. Hier kommen wir wahrscheinlich mit Ray hoch. Oh, was ist hier? Eine Turbine oder was? Hier gibt es halt mega viel Steine. Da kommen wir, ach, da könnten wir bestimmt auch mit Finn mit dem Laserschwert hoch. Er hat ja auch so ein Teil. Jawohl, das passt perfekt. Super. Und was ist hier? Einmal aufschneiden. Er macht es ganz lässig mit einer Hand. Der Fahrstuhl bringt die hoch. Alles klar. Achso, jetzt müssen wir das da rausholen. Und dann da reinschmeißen. Dass die dann da weiter hochfahren können. Super. Du brauchst Treibstoff, was? Tja, Pech gehabt. Sofern du nicht zufällig die Sprache sprichst, auf die irgendein... Ein Protokolldroide. Endlich. Das kennen wir ja schon. So. Grün, gelb, rot. Perfekt. Da jauha amamuna. Inazo. War richtig, hören? Ja, war richtig. Super.
So, Tür ist offen. Warum ist jetzt alles irgendwie hier von irgendwelchen Leuten verschlossen ist? Mein Toaster ist auf Javaisch eingestellt, also würde ich mich über jede Hilfe freuen. Ach, das ist Ray, ne? Das heißt, so komme ich da nicht dran. Vielleicht mit Finn? Das ist ein bisschen buggy. Ne, bringt nichts. Okay. Lass mal hier ein bisschen was kaputt machen. Waren die müssen wir nicht safe bekommen, weil hier ist echt noch viel. Ja, es sieht doch ganz gut aus. Sieht extrem gut aus. Aber es braucht auch noch ein bisschen Zeit, bis man das alles zusammengesammelt hat. Also diese ganzen Sachen kaputt machen, einsammeln. Was ist hier? Ja, ich kann nicht bauen. Ja, geil. Das ist auf jeden Fall das erste Teil. Super, das nimmt er an. Okay, fehlen nur noch Vibro-Raketen und Wookie-Kekse. Gut, an die Wookie-Kekse kommen wir wahrscheinlich mit dem Erdbeereis ran. Die waren ja hier rechts. Das heißt erstmal hier rum. Ist hier noch irgendwie was zu holen? Ist was zum Puzzeln. Es kann sein, dass das da oben mitzugehört. Erstmal hier schieben. Ah, okay, passt. Sie braucht die, dann holen wir die mal eben her. Und dann wissen wir jetzt auch, wofür wir sie gebrauchen müssen. Kann mir vorstellen, dass es da diese Raketen und Erdbeereis gibt, womit wir dann die Tür hier aufbekommen. Männer, kommt mit. So, wir sind hier richtig am Sprinten. Super. Aber eigentlich könnten wir es ja auch, weil das sind jetzt ja 4 Leute, die drücken. Wir wären ja auch C3PO, Finn und sie. Naja, ist egal. Da sind die Raketen. Nehme ich an. Also sieht zumindest so aus. So, sehr gut. Ach, müssen wir da erst mit dem Auto hinfahren? Warte mal. Finn, kannst du mir mal zur Hand gehen? Oder ist das schon so ein Auto? Sonst, ja, perfekt, das ist schon das Auto, sonst hätte ich es erst holen müssen. Bringen wir diese Dinger an Bord. So, noch nicht irgendwie was mit Erdbeereis. Egal, wir holen erstmal die. Dann gucken wir mal weiter. In Ordnung, das war alles. Stimmt, ja. Ich habe deine Kekse vergessen, Chewie. Nein, es war keine Absicht. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir dieses Eis bekommen. Hier hinten gab es da nichts mehr zu holen, glaube ich. Ja, hier ist noch. Es sind nur ein paar Kisten. Und aber nicht hinter. Was ist hier? Auch nicht rum, ne? Das ist auch. Naja, dann sind die Kekse auf der anderen Seite. Also vielleicht doch da oben irgendwie mal hingehen. Hier war ja eigentlich soweit alles weg. Hier sind auf jeden Fall die Kekse.
Da ist auch ein Auto. Kommt man hier irgendwie ran? Ah, hier können wir was zusammenbauen. Kommt vielleicht eine Eismaschine raus? Mal sehen. Nee, ist... Gut, das ist ein Minikit-Teil, das bringt uns nicht viel. Macht können wir nicht anwenden, ne? Nee. Ist auch nicht kein Macht... Kein Machtanwender. Das Teil hier... Auch nicht kaputt. Ja, das ist jetzt scheiße. Vielleicht doch da hoch. Dass ich irgendwas übersehen habe oder so. Okay, fahren wir wieder hoch. Weil sonst frage ich mich, wieso er uns das Ding hier fertig macht. Warum sind die noch hier, Alter? Okay, wir sind schon oben. Dann eben so. Nee, da kommen wir ja nicht rein. Da kommt nur ein Klonkrieger rein. Ach, das können wir kaputt hauen. Das ging vorhin, glaube ich, noch nicht. Klasse, jetzt brauchen wir BB-8 dafür. Egal, komm, dann fahr mich hoch. Los. Warum sind jetzt alle wieder unten? Na egal, der läuft hier jetzt hoffentlich alleine, wenn ich jetzt einfach hier hingehe. So, kommt drauf. Ich dachte gerade schon, der kommt nicht mit hoch, Alter. So, jetzt aber. Wenn wir hier Strom draufladen. Gut, das war jetzt nur ein Minikit. Das können wir mal eben zusammenbauen. Boah, bloß oben bleiben. Super. Eins haben wir schon mal. Also das zweite glaube ich sogar schon jetzt in diesem Level. Und jetzt das Wichtige. Alles, was wir brauchen, um Mr. Nam zufriedenzustellen, finden wir in diesem goldfarbenen Container. BB-8, kannst du ihn zur Ausgabeluke manövrieren? Das kriegen wir doch hin. So ein Level ist eigentlich ganz cool, weil man da so wirklich das selber machen muss. Achso, er macht da gerade Power drauf. Das ist echt voll geil. So, jetzt noch... Links. Und da ist es, glaube ich, gleich zu Ende. Boah, wie lange, Alter. Das ist fast ein eigenes Level. Gute Arbeit, BB-8. Nicht einmal Herzog hätte das so geschickt gemeistert. Diese Container sind ziemlich solide. Es wird einiges an Feuerkraft erfordern, um ihn zu öffnen. Dann brauchen wir bestimmt ein paar von denen hier, die uns da mal ein bisschen helfen. Oder Chewbacca, aber der ist ja auf dem Schiff. Okay, jetzt schießen sie mit, haben sie ja vorhin oder letzte Folge oder so nicht gemacht. Naja, egal. Danke, Imri. Dann holen wir Mr. Nam mal sein Eis. Denken Sie daran, Bibelbeereneis, darauf hat er bestanden. Ja, war mal ganz nice Level. So, dann nehmen wir jetzt das hier mit. Und jetzt gibt es auch noch Kekse für Chewbacca. Perfekt. Super.
Ja, fertig. Alle Jäger bereit zum Abflug. Manche Dinge ändern sich eben nie. Wie war? Du machst mich immer noch verrückt. Wenn du unseren Sohn siehst, bring ihn nach Hause. Damit wird das Level auch schon wieder beendet. Das freie Spiel freigeschaltet. Ja. Genau, jetzt holen wir erstmal den roten Stein. Weil dann werden wir wahrscheinlich nie wieder Geldprobleme haben. Beziehungsweise nie wieder Probleme, die machen, jeden zu bekommen. Transportschiff des Widerstands. Transportschiff des Widerstands. Mikrofighter. Mensch, wir werden da ja richtig viel bekommen. General Leia, C3PO, Admiral Satura, Kalonimat, Rostuas, Major Colonia, Linum, klassisch, General Widerstand. Naja, also jetzt haben wir bald echt wirklich alle. So, Geschichte fortsetzen. Gucken, wo wir jetzt landen. Ach, auf dem rasenden Falken wieder. Für diese Reise braucht der Hyperantrieb alle Energie, die er kriegen kann. Du und Chewie könnt euch darum kümmern, oder? Kein Problem. Oh, theoretisch können wir das. Moment. Ich wollte jetzt aber erstmal einen roten Stein kaufen. Wie teuer ist der? Wow. 1 Million. Scheiße, ist heftig. Super alberne Schwerter. Alberne Torpedos. Ah, nee, ich hab den. Scheiße. Ich hab den einen ja gekauft. Okay, das heißt, wir müssen erstmal 1 Million Euro sparen, um den frei zu bekommen. Na, Freunde, das machen wir erstmal alles im nächsten Part. Bis dahin, habt erstmal einen schönen Tag und haut rein. Ciao.